Hallo zusammen. Heute schauen wir uns eine Aufgabe zum Thema Akkordlohn an. So sieht die Aufgabe aus. Ihr könnt an dieser Stelle wieder das Video anhalten, um die Aufgabe zu lösen. Kommen wir zur Lösung. In Teilaufgabe A ist die Frage nach dem Akkordgrundlohn bzw. dem Akkordrichtsatz. Der Akkordrichtsatz pro Stunde berechnet sich aus dem Akkordgrundlohn plus dem Akkordzuschlag. Als Grundlohn haben wir in der Aufgabenstellung 10 Euro pro Stunde vorgegeben. Der Akkordzuschlag ist mit 20% vorgegeben. Das heißt, 10 Euro plus 20% von 10 Euro sind 2 Euro. Insgesamt kommen wir auf einen Akkordrichtsatz von 12 Euro pro Stunde. In Teilaufgabe B ermitteln Sie den Minutenfaktor. 12 Euro pro Stunde, die Stunde hat 60 Minuten. Dementsprechend erhalten wir einen Minutenfaktor von 12 geteilt durch 60 oder 20 Cent, also 0,2 Euro pro Minute. In Teilaufgabe C berechnen Sie den Bruttolohn des Drehers. Um den Bruttolohn berechnen zu können, müssen wir die gefertigten Stückzahlen mal die Vorgabezeit je Stück in Minute berechnen. Das heißt 48 mal 5,84, 56 mal 8,33 und so weiter. Das ergeben diese Zeiten für die einzelnen Teile. Diese Zeiten für die einzelnen Teile berechnen wir dann gesamt. Ergibt in dem Fall 12.454,5 Minuten oder 207,575 Stunden. Den Minutenfaktor haben wir uns vorher mit 20 Cent ausgerechnet und dementsprechend die Minuten mal den Minutenfaktor ergibt einen Bruttolohn von 2.490 Euro und 90 Cent. In Frage D begründen Sie die Berechtigung des Akkordzuschlages. Könnte so formuliert sein, da Akkordarbeit stärker beansprucht und auch kurzfristig Ausfälle sofort zu einer Verminderung des Lohnes führen, wird dem Zeitlohn ein Akkordzuschlag hinzugerechnet. Daraus resultiert der Akkordrichtsatz Akkordgrundlohn.